Jo, Leute, euer Mr. D ist wieder am Start. Willkommen zur 11. Runde von dem Turnier und zur insgesamt 21. Folge von Mr. Ali sagt. Dabei haben wir den Hansa X, den Bazooka, den King Justin, den Freaky, den Elzika, dann den Soul Styler, den Bob, den Bad-like, den Jack und den XDDX. Ja, 10 Leute sind am Start und ich würde mal sagen, es geht direkt los hier gleich. Erstmal XD, stell dich mal hin. Nicht genau. So, und es geht ab jetzt los. Mr. Adi sagt ducken. Also das lag auf keinen Fall, ja, Lol. das lag auf keinen Fall an mir, wo man jetzt sagen könnte, ich habe dich nicht gehört, weil man sieht das daran, ob man mich hört oder nicht. Wenn die Masse alle sich duckt, aber nur einer nicht, dann kann es daran nicht liegen. Das heißt, das ist auch nicht mein Fehler. Okay, die ducken sich alle. Ja. Adi sagt ducken. Oh, ja, das Hinstellen war schon richtig, aber dass du dich wieder geduckt hast, war falsch. Okay. Mr. Adi sagt ducken. Mr. Adi sagt mir folgen. Mr. Adi sagt stopp. Mr. Adi, einer hat eine Waffenklasse. Moment, wenn ich sowas sehe, habe ich auch schon ein Video gehabt. Ja. Bob, tut mir leid. Du bist weg vom Fenster. Auch eine Ausscheidung sage ich ja immer vor den Aufnahmen schon. Sage ich das immer 4, 5 Mal. Man muss die Spezialistenklasse nehmen. Wenn man da schon die falsche Klasse nimmt, stirbt man schon. Und ich habe auch schon in anderen Episoden, war es auch so, da waren 5 am Leben. Da habe ich auch erst gesehen, dass jemand eine Waffe hat. Der ist dann auch direkt gestorben. Ja. Das ist ja nicht schwer, auf Spezialist zu gehen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind am Start noch hier. Mr. Ali sagt, jeder von euch sucht sich einen Partner und wer keinen Partner hat, stirbt. Ja, ich glaube, wer keinen hat, bist leider du, Jack. Okay. Mr. Ali sagt, hinstellen. Ducke. Einmal springen. Mr. Ali sagt zweimal springen. Nochmal springen. Ducke. Adi sagt stehen bleiben. Ja, bewegen ist auch. Okay, genau. Was macht er? Ja, er bewegt sich. Okay. Mr. Ali sagt stopp. Jetzt muss ich kurz gucken. Mr. Ali sagt einmal zu Bazooka, duck dich. Und Mr. Ali sagt zu King Justin, stell dich hier vor ihn so und duck dich. Mr. Ali sagt Messern. Das ist aber sehr beliebt. Mr. Ali sagt, folgt mir. Laufen, folgen. Ja. Alle sind gelaufen, alle sind gelaufen, alle sind gelaufen. Ja, alle haben verkackt. Jetzt kommt die Entscheidungsrunde, da keiner gewonnen hat, kommt jetzt noch eine zweite Runde. Und in dieser zweiten Runde habt ihr alle die Chance, das Ticket zu gewinnen. Also wer jetzt gewinnt, hat das Ticket fürs Finale. Und die Entscheidungsrunde kommt jetzt direkt schon. Wie gesagt, am Ende haben ja alle verkackt und deshalb kommt jetzt die Entscheidungsrunde, was für die einen oder anderen aber auch gut ist, weil jetzt haben alle die Chance hier direkt das Ticket abzustauben. Wir haben immer noch dieselben Leute dabei von gerade eben. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt wieder los mit Mr. Ali sagt ducken. Mr. Ali sagt, schaut nach rechts. Warum habt ihr euch hingestellt? Und du hast dich auch kurz hingestellt. Alter, ich geschickt, weil der Oh, von nicht mir. schlecht. Scheiße. So, okay. Mr. Ali sagt zu Soul Mr. Styler, Ali. lauf mal weiter nach vorne, dass du hinter dir einen bist. Genau. Sehr schön. So, ja, hat gerade jemand Mr. Ali gesagt. Ja, einer hat wieder eine Waffenklasse. Hat wieder jemand eine Waffenklasse? Wieder der Bob. Bob, ja, tut mir leid. Wie gesagt, Spezialistenklasse, habe ich doch gerade auch schon mal wieder gesagt. Das ist die falsche Klasse, mein Freund. Nicht Agent, sondern Spezialist. Das habe ich ja eben davor schon die Runde auch schon gesagt. Die Leute scheiden dann aus. Das ist doch nicht so schwer, auf Spezialist zu gehen. Ja. Ich glaube, das war der Einzige. Hier ist sonst keiner bei mit einer Waffenklasse. Nee. Sogar alle Glatzköpfe. Wahnsinn. Nur Glatzköpfe. Ich glaube, ich bin selber auch ein Glatzkopf, ne? Egal. Nee.
Scheiß. Adi sagt ducken. Okay. Mr. Adi fragt, Jack Sprite, du hast Headset an, ne? Ne, hat er nicht. Wer hat jetzt den Headset an alles? Muss ich kurz gucken. Hansa hat Headset an, Bazooka hat Headset an. Und die anderen Leute auch. Okay. Mr. Adi fragt, Bazooka. Wo ist Bazooka? Wo ist Bazooka? Wo ist er? Da ist er. Genau. Mr. Adi fragt, Bazooka, was ist 5 plus 5? 10. Okay, richtig. Warte, wo ist er denn? Wo ist er? Eine Frage an Hansa. Was ist 2 plus 2? Habe ich gesagt, Mr. Adi fragt? Okay, aber die Antwort war richtig. So, jetzt haben wir noch 6 Leute hier. Mr. Adi sagt, jeder von euch sucht sich jetzt noch mal einen Partner. Keine Panik, sind 6 Leute, keiner kann dabei sterben. Adi sagt Messer. Ich habe nicht gesagt Mr. Adi, das heißt, ihr beide seid auch weg. Und jetzt haben wir noch 2 Leute am Start. Es geht um XD und einmal um King Justin. Die beiden können jetzt das Ticket gewinnen. Und zwar, ich überlege, ob ich das so mache im Finale, ob ich mache ich das so. Ich mache das so. Mr. Adi sagt, ihr beide stellt euch mit dem Kopf gegen die Wand. Genau. Jo. Ich werde einen von euch anvisieren die ganze Zeit. Und den ich anvisiere, da müsst ihr gleich durchfragen. Also ich werde gleich fragen, wen ich anvisiere. Und wer richtig liegt, der bleibt am Leben. Wer falsch liegt, der wird sterben. Okay. Einmal, ja, XD hat jetzt kein Headset an, aber trotzdem kann man das machen. Und zwar, XD, wenn ich hinter dir stehe, dann bleibst du einfach stehen. Wenn du aber meinst, ich stehe nicht hinter dir, dann duckst du dich. Ich warte nur ein bisschen, komm, ich weiß nicht, was er jetzt macht. Und jetzt noch einmal an Justin. Du hast auch kein Headset an, glaube ich, ne? Doch, hast du, genau, okay. Doch, ich Hast du, habe ein Headset, okay. doch, ich habe. Dann frage ich dich, stehe ich hinter, also visiere ich XD an oder visiere ich dich an? XD. Also du sagst, ich visiere XD an, ne? Ja. Jetzt müsste ich gerade mal wissen, was ich am Anfang gesagt habe. Habe ich gesagt, wenn ich XD anvisiere, dann einfach stehen bleiben, habe ich das gesagt? Ja, habe ich, Ja. ne? Genau. Nein. Doch, Ja. habe ich. Okay, XD, du bist geduckt, das heißt ja, dass du denkst, ich visiere King Justin an, was nicht stimmt. King Justin hat recht, ich habe dich anvisiert. Und das heißt, King Justin, du hast gewonnen. Ich gucke jetzt aber nochmal kurz die Aufnahme, guck jetzt kurz nochmal die Aufnahme durch, bevor ich jetzt, ja, das doch nicht so gesagt habe. Hey, kann ich mich wieder Du bewegen? bist jetzt tot. Okay, King Justin, du hast dann gewonnen, du bist im Finale. Wann ist das Finale? Wann ist Ich das werde erstmal die Finale? Sniffy-Episoden hochladen und du wirst es nicht verpassen. Ich werde dich anschreiben und du kannst es nicht verpassen.